Ein PC ist einfach nur zum Kotzen. Ja, Digga, wenn man keine Ahnung hat, ach was. Ja, Leute, ich habe euch ja gesagt, wir müssen da noch was machen. Das heißt, ganze Wasser mal raus und wir bauen die Kiste um. Also, zuerst mal die Grafikkarte raus und das Ganze mal ausleeren. Jetzt haben wir noch so einen Fanadapter gedruckt, der wird aber wahrscheinlich zu groß sein. Vertikale Grafikkartenhalterung auch am Start, passt gerade so rein. Die M.2 SSD kommt auch raus, die werden wir nämlich mit dem Corsair Wasserblock wasserkühlen. Hier ist es, so sieht das Ganze aus. SSD kommt da rein, passt nicht ganz genau, aber haben wir passend gemacht. Dann drauf damit und ja, so sieht das Ganze fertig aus. Jetzt wieder zurück ins Mainboard, das Ganze festschrauben, neue Fittinge drauf. Und dann können wir eigentlich schon die Tubes biegen. Dafür haben wir hier den AlphaCool Eiskoffer, einfach das beste Tool zum Hardtubes biegen. Und wir müssen jetzt so eine Art U biegen, denn wir müssen vom CPU-Kühlblock in den M2-Kühlblock. Ist es nicht unbedingt perfekt, aber sieht okay aus. Und vom M2-Kühlblock geht es dann weiter in die Grafikkarte. Jetzt muss ich mir noch überlegen, wie wir die Grafikkarte da festmachen und das seht ihr im